So, da bin ich jetzt wieder in Stahlstadt. Gott sei Dank doch nochmal schnell das Gefängnis. Ich habe alle Schätze geholt, jetzt gerade in die Stadt gerannt. Jetzt muss ich noch warten, bis sich alles ein bisschen beruhigt. Ja, und dann kann ich zu meinen Freundinnen gehen. Frankie! Ja, du bist Azushan, hm? Super, makasetoki! Warum soll ich es denn Hand umdrehen? Okay. Was Ausrüstung? Oh, endlich. Benutze erhaltenes Material, um Ausrüstung und Kleidung herzustellen. Du benötigst Ausrüstungspläne, um Ausrüstung herzustellen. Ja. Und Muster, um Kleidung herzustellen. Sehr viel herstellen. Okay. Sprich mit Lissop oder Frankie bei der Thousand Sunny, um Ausrüstung oder Kleidung herzustellen. Wähle die Ausrüstung oder Kleidung, die du herstellen möchtest, im Menü Herstellen aus. Je mehr Pläne und Muster du hast, desto länger wird die Liste der herstellbaren Items. Lass uns etwas fertigen. Wähle Ausrüstung, um die Werte dafür unten links einzusehen. Drücke, um einen Kraftring auszuwählen. Ja. Genug von den ganzen Items. Du hast folgendes hergestellt. Yes. Ein neuer Kraftring ist nun fertig. Drücke, um das Menü Ausrüstung schmieden zu schließen. Ausrüstung und Kleidung herstellen. Manchmal kannst du Items mit hohem Wert herstellen. Solche Items werden mit Plus oder Doppelplus gekennzeichnet und sind besser als normale Items. Zerlege nicht benötigte Ausrüstung in ihre Grundbestandteile. Neben der Itemherstellung kannst du das Zerlegen-Menü auch aufrufen, wenn du mit Lissop oder Frankie bei der Sunny sprichst. Dabei entsteht nur ein Material, also wähle nur Ausrüstung, die du sicher nicht brauchst. Bringe ich. Nebenmission erfüllt. Fehlt mir jetzt noch? Mir fehlt noch Zorro. Und noch Brook haben wir doch. Hä? Bin ich jetzt blöd? Genau, das ist jetzt in der Smaragdstadt. In dem Smaragdding. Aber ich gehe jetzt erstmal ganz schnell zur Sunny. Weil ich will was herstellen. Wo waren die? Oh, da unten. Dann machen wir das doch mal. Dann sehen wir uns gleich bei der Sunny wieder. So, dann wollen wir doch mal gucken. Wo haben wir denn die zwei jetzt? Lissop und Frankie. Okay. Da oben ist Brook, Lissop. Ich will mit Frankie reden, komm. Ich möchte Ausrüstung und Kleidung. Ich müsste. Klingt ja auch, vergiss es. Kritischer Armreif, klar, komm. Stell mal her. Ich weiß nicht, ob ich das schon habe. Und Schusshalsband. Genau, dafür habe ich extra die kleinen Blumen noch gesammelt. Ich möchte Ausrüstung und Kleidung. Habe ich was übersehen? Ach, ich habe nur die Armreifen. Okay. Aber bei Lissop passiert das gleiche, oder? Ist das gleiche, ne? Genau. Aber, ne? Mobbene Items, kleines Leder. Okay, ich wollte.
glaube, ich muss mir echt mal an. Oh. Ich glaube, ich muss mir mal angewöhnen, mal dies als nächstes. Warte mal, kann ich das vielleicht? Für so einen zweiten Ring? Oh, welches war denn das? Haki, Haki, geringer Tensio-Verlust. Tensio-Gewinn. Schnelleres Bewegungszentrum, größerer Fernangriff. Wo konnte ich denn das mit dem Ring machen? Bestimmt schon wieder übersehen. 300. Oh. Erhöht das Bewegungstempo etwas. Ja, das gucke ich dann mal ganz in Ruhe. Okay, dann haben wir das. Dann wollte ich jetzt noch schauen, was da hinten ist. Da gehen wir jetzt gerade mal wieder zur Jadebrücke. Wollen wir doch mal schauen, wo Zorro ist. Hi. Hi. Halt. Hopp. Hopp. Oh, nee, kein Wasser. Hat noch funktioniert, okay. Aber wie konnte der mich sehen? Depp. Okay. Dann will ich jetzt mal schauen, was wir hier jetzt haben. Hä? Okay. Ich hole mir jetzt aber gerade noch schnell die Nebenmission. Was sind wir denn hier? Nicht ersichtlich. Oh, da ist die Nebenmission. Rubindorf. Jo. Warte mal, Dosko-Kartoffeln, die habe ich doch auch. Rezept Dosko-Strohkartoffeln. Aber da brauche ich bestimmt Sanji dazu und den guten habe ich irgendwie noch nicht. Wieder. Wasser. Ach, es geht da hinten weiter. Aber Mission. Gefängnisturm. Ist schon da hinten. Nö, ich mache jetzt erstmal die andere Mission. Dazu werde ich mich jetzt mal ganz schnell teleportieren und dann sehen wir uns gleich wieder. Smaragdstadt. Halt, Moment, warte mal. Nee, da. Wie war das? Das Haus in der 5. Straße. Gehen wir da drüber. Juhu. Hä? Ach, da hinten. Okay. Keine Lust, Jungs. Okay, und die muss ich jetzt hier finden. Haus in der 5. Straße. Marktstraße. Stand da noch mal was? Moment. Zu Musabis Haus an der 5. Straße gehen. Warte mal, war das Haus... War da nicht was mit einer Markierung und einer Treppe? Hm.
Okay, das geht runde. War da nicht was mit einer Markierung? Treppe und eine Markierung? Oh! Was ist das denn Cooles? Kann man das kaputt machen? Schweinerei. Oh, mal schnell die Schatztruhe, wenn wir immer gerade hier sind. So. Bah! Schweinerei. Oh. Ja. Fünfte Straße. Oh Gott, das darf ich suchen, weil ich wieder nicht aufgepasst habe. Super. Aber oh, das ist cool hier. So. Dann gucken wir doch mal. Wo ist dieses blöde Haus? Ich habe jetzt eigentlich persönlich keine Lust. Es hieß Markierung. Es wäre markiert. So. Was ist denn die Markierung? So, jetzt geht mal wieder los, die Schnitzeljagd. Ich sehe das doch garantiert schon wieder. Ich kenne mich doch. Bestimmt schon dran vorbeigelaufen. Kenn mich doch. Huch. Ist denn da keinen Hinweis irgendwie mal? Nee. Ich kenne mich. Ich bin definitiv dran vorbeigelaufen. Hä? Huch. Eigentlich blöd. Genau, ich kann ja Haki nehmen, um das zu finden. Ich bin ja eigentlich echt doof. Warum nutze ich nicht Haki? Ach, das ist die andere Straße. Ich wollte gerade sagen, hä?
zeigt es mir denn da an, aber ja, stimmt. Bäh? Huch. Oh, ich backe fest. Was mache ich? Kenne mich doch. Ich mache es mir doch gerade bestimmt unnötig kompliziert schon wieder. Oh, nö. Könnt ihr auch mit den Kindern reden? Oh, so zwei nach unserem Zuhause. Ja, unser Zuhause hat eine Tür mit einem runden Belüftungsschacht darüber. Wow. Unsere Tür geht nur in eine Richtung auf. Verwechsel unser Haus nicht mit einem, dessen Tür sich in beide Richtungen öffnet. Eine Tür aus Holz. Bla bla bla. Bla bla bla. Du erkennst es sofort an unserer Tür. Die ist oben richtig rund. Also eine Holztür, die oben rund ist mit einem Belüftungsschacht darüber. Und geht nur in eine Richtung auf. Oh, Schnitzeljagd. Ich wusste es. Den Belüftungsschacht darüber. Ja, super. Okay. Eine Tür aus Holz. Eine Tür aus Holz mit einem Belüftungsschacht drüber. Was hier? Ne, ist aus Glas. Oh, das ist mir jetzt, ganz ehrlich, das ist mir jetzt gerade irgendwie zu doof, diese blöde Tür zu suchen. Oh, Moment, ich pausiere mal kurz, ich guck mal, wo die gerade die doofe Tür ist. Ach, gefunden. Ey, da hätte ich mich ja noch dumm und dämlich gesucht. Ich habe jetzt mir ein Video angeguckt, wo es das gibt und Walkthrough und jetzt habe ich, ich hoffe, das richtige Haus. Ja. Wenn du es eilig hast, solltest du sie auf den schmalen Pfad beim See finden können. Ja, nee, ist klar. Könnt ihr nicht mal irgendwo sein, wo man die sofort findet? Nix. Deswegen... Ich meine, nichts gegen zu suchen. Das macht ja schon Spaß, aber... Ach, du rennst 5000 Mal ums Karree. Das ist... Ach. Es ist etwas nervig. Auf Dauer. Komme ich hier lang? Das sieht gut aus. Weg. Sollte ich doch bestimmt gleich umdrehen. So.
Na komm. Oh. Oh ja, ist ja gut. Oh, schießt jetzt bestimmt daneben. Sollte mir vielleicht auch angewöhnen, das zu schießen, wenn die stehen. So. Yes. So, also wo war ich? Auf dem Weg wollte ich wieder. Laufe ich noch richtig? Ja, ich muss jetzt hier, muss ich jetzt da lang. Puh. Warte mal, habe ich jetzt Punkte? Warte mal. Ich muss mal gerade... Kann ich schneller laufen inzwischen? Bewegungstempo Anstieg, ja bitte. Da ist er doch. So. Oh ja? Ja, du hast mich gefunden. Juhu. Ja, mhm. Zutaten für das Mittagessen sammeln. Zwei spitze Karotten. Fällt im Rubindorf. Ich glaube, ich habe spitze Karotten. Ja. Es gibt eine kleine Höhle, die aus dem See herausragt. Sie sieht aus wie ein Horn. Eine kleine Höhle. Geht zur kleinen Höhle.